Hi Leute, Vinny van Gogh von Bad Art Productions hier. Wie ihr bestimmt alle schon mitbekommen habt, die meisten zumindest, kommt jetzt dann oder ist schon und hat auch schon angefangen die Facebook-Timeline. Und zwar kann man sich die jetzt noch unverbindlich holen, aber die wird jetzt dann bald auch verbindlich werden für jeden. Und zwar sieht die so aus, dass man eben hier einfach in seinem Facebook-Profil ein neues Design hat, in dem man die Sachen schöner erkennen kann. Und eben mit dieser Timeline kommt auch was Neues zum Titelbild hinzu. Und zwar hat man jetzt immer so ein kleines quadratisches Titelbild und kann dann noch so einen großen Header dahinter haben. Ich habe mir jetzt gerade die Timeline eben geholt und habe mir dazu eben auch ein eigenes Titelbild gemacht und einen eigenen Header. Und habe ich mir gedacht, da zeige ich euch einfach mal, wie man das in Photoshop macht, dass hier alles von den Größen passt oder so, dass man da nicht eben ein zu großes Bild hochlädt und es dann hier ganz fummelig verschieben muss oder so, sondern dass einfach gleich die ganzen Maße und so passen. Und gleich schon mal vorweg, die Projektdateien, die ich dafür jetzt erstellt habe, die werde ich dann auch zum kostenlosen Download bereitstellen. Also da habt ihr dann auch den geringsten Aufwand, weil ihr einfach wirklich bloß Sachen reinkopieren müsst und dann könnt ihr es direkt speichern. So, also als erstes, was wir natürlich brauchen, ist ein neues Profilbild. Dafür habe ich hier dieses Facebook Profile Picture Projekt. Das ist einfach eine rechteckige Fläche, wo ihr euer Bild reinkopieren könnt und es dann speichert. Also das ist dann einfach die ein Quadrat und das müsst ihr dann hier in diesem Bild hier nicht mehr verschieben, sondern dann passt es auch. Und das ist nämlich auch wichtig, weil wenn man eben so speziellere Sachen machen will, wo dann eben dieser Header und das Profilbild hier miteinander zusammenpassen sollen und irgendwie was Lustiges machen möchte, dann muss man ist es einfach praktisch, wenn alles schon richtig eingestellt ist, dass man das nicht so billig herfummelt. So, genau, also ich hatte eine kleine Idee mit Polaroid-Fotos und deswegen ist das jetzt mein Profilbild. Das ist natürlich jetzt nicht dabei bei den Projektdateien, aber jetzt in dem Fall bloß zum Zeigen. Habe ich hier was Rechteckiges, was Quadratisches gemacht. So. Dann als nächstes, also die offiziellen oder die richtigen Maße von diesem Header sind 850 mal 315 Pixel in 72 dpi. Und das ist dann die erste Projektdatei, in der ihr eigentlich, wenn ihr nichts Besonderes machen wollt oder was Einfaches habt, dann könnt ihr das einfach dessen auf jeden Fall nehmen. Das reicht auf jeden Fall, also das wird dann eben dadurch auch nicht gecroppt oder irgendwie verzerrt oder so, sondern es ist wirklich so, wie ihr das dann auch abspeichert. Und zwar habe ich hier euch dann eben noch eine kleine Ebene mit so einem Smiley gemacht, mit dem Fenster, weil wir ja hier drin, wie ihr seht, schaut es eben in diesen Header mit rein. So, und damit könnt ihr euch dann das schon mal vorstellen, wie das sein wird. So. Und ja, wie gesagt, in meinem Fall habe ich dann eben was mit Polaroid-Fotos gemacht. Sieht dann ungefähr so aus, dass eben hier mein Profilfoto aus dem Polaroid rauskommt von meinem Profilfoto und immer so weiter. Und dafür haben wir uns eben jetzt vorher das quadratische Bild erstellt, weil wir das nämlich jetzt hier rein kopieren können oder hier rein platzieren können. Ich meine hier hin, also das habe ich halt so rein kopiert, dass es Platz hat und beziehungsweise reinpasst. Und da müsst ihr eben schauen, was halt leider ist. Es gibt leider so einen kleinen grauen, durchsichtigen Rand, der behindert natürlich ein bisschen. Da muss man schauen, dass man da irgendwie drumherum arbeitet, wenn man das besonders schön haben will. Und dann, genau, und dann kann man in der Ebene darunter eben seinen Header rein platzieren. Und so sieht es dann in meinem Fall aus. Sonst kann man hier natürlich auch, wenn man hier in seine Beispielbilder irgendwas nehmen. Okay. So, da platziere ich jetzt einfach ein Bild aus den Beispielbildern. Und ja, das mache ich jetzt irgendwie so, wie ich es haben will. So.
Und das wäre jetzt dann eben das Foto im Hintergrund, wenn ich jetzt eben nur irgendein Foto nehmen will. Und dann schalte ich natürlich die Fläche auf, aus mit meinem Bild. Dann habe ich hier wirklich den Header in Originalgröße oder in der Größe, in der es dann am Ende online auf Facebook sein wird. Und dann muss ich nur noch auf Speichern, Speichern unter und natürlich einen Speicherort angeben. So. Was ich dann noch gemacht habe für die Leute, die wirklich irgendwas Kreatives photoshoppen wollen oder so wie ich, ist eben in dem Fall die 850x315 Pixel in 72 dpi dann doch relativ begrenzt. Und wenn man da wirklich ein bisschen rumphotoshoppen will und da irgendwelche Verläufe noch einbringen will, dann machen wir es am besten erstmal in einer höheren Auflösung, wobei man eben in dieser höheren Auflösung auch die auch direkt einfach speichern kann und das dann so hochladen kann. Es wird halt dann gecroppt, aber von den Seitenverhältnissen passt das auf jeden Fall. Und zwar hier einfach nochmal das gleiche, nur in viel größer und in 300 dpi kommt das gleiche raus. Und ja, also entweder könnt ihr es dann speichern und in den anderen reinkopieren und da dann nochmal speichern oder einfach unter Bildgröße hier auf schon mal die 72 dpi einstellen und dann noch auf 850, hoppla, 850 und dann haben wir hier auch wieder das richtige Verhältnis, also diese 850x315 Pixel und natürlich 72 dpi, weil alles am Computer und Internet sind 72 dpi. Da auch nur nebenbei, also wenn ihr mal einen Screenshot oder so macht und den in Photoshop reinbringt, das ausdrucken wollt, dann macht das immer auf, dann geht immer auf Bildgröße und klickt auf 300 und stellt es auf 300 dpi und geht dann von mir aus wieder mit der Pixel Größe sozusagen runter, aber das ist halt wichtig, wenn man druckt, da hat man nicht so pixelige Abstufungen, sondern feinere Verläufe, wenn man 300 dpi hat, das ist dann Druckauflösung und 272 dpi ist halt Computerauflösung oder Computerbildschirmauflösung. Ja, also genau, das wäre es soweit. Den Link zum kostenlosen Download für diese drei Projektdateien findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, und zur Inspiration hätte ich hier eben online noch ein paar Beispiele rausgesucht, was man hier eben auch kreativ machen könnte. Das sind wir hier einmal hier mit dem Ausweis ganz nett. Da natürlich, das finde ich ein bisschen weniger, aber ist auch ganz nett. Dann hier, das ist schon wieder sehr kreativ, finde ich ziemlich gut. Ja, müsst ihr dann selber überlegen, was ihr da Photoshop technisch könnt und wie viel Zeit ihr da natürlich reinstecken wollt, aber das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Hier, das sieht mir nach Illustrator aus. Auch nicht schlecht. Und ja, so also könnt ihr auch selber einfach mal googeln, Facebook Timeline Header oder so und dann oder Creative Header und da werdet ihr sicher auch auf so, also das sehe ich hier auf jeden Fall sehr nett und das ist relativ bekannt, also da bin ich jetzt auch schon öfter drüber gestolpert im Internet und ja, gut. Ihr abonniert noch meinen Kanal und ciao.